Einen Fördermittelbescheid in Höhe von 1,35 Millionen Euro gab es am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Räkelwitz. Das Geld stammt aus dem Programm Vitale Dorfkern- und Ortszentren im ländlichen Raum und soll für den Neubau eines Hortes eingesetzt werden, informiert das Landwirtschaftsministerium. Derzeit erfolgt die Betreuung der Kinder in der Grund- und Oberschule. Allerdings ist der Platz mit den steigenden Schülerzahlen deutlich zu knapp. In dem neuen Zweigeschosser können bis zu 120 Mädchen und Jungen untergebracht werden. In beiden Schulen werden dann auch wieder Unterrichtsräume frei. Der Hort wird in das bisherige Gebäudeensemble integriert, sodass das Areal wirke wie ein Dreiseithof, heißt es. Knapp 500.000 Euro steuert die Gemeinde für den Neubau selbst hinzu. 2020 soll der Hort in Betrieb gehen. Und vor allen Dingen mit so viel Erfahrung wissen Sie genau, wo man die Stellräume drehen muss.